So, es war zwar nicht explizit nachgefragt, aber ich hab's versprochen. Also kommt hier das Video für neapolitanische Pizza. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Glasbehälter. Wir bereiten einen Vorteig zu. Dieser Vorteig ist nicht zwanghaft notwendig. Ihr könnt auch alles ineinander kippen. Der Vorteig ist grundsätzlich schneller vorbereitet, deswegen mache ich ihn gerne oft. Geschmacklich tut es sich aber überhaupt nichts, ob man alles zusammenkippt oder einen Vorteig macht, besonders bei den geringen Mengen, die wir hier machen. In der Gastronomie ist das eine ganz andere Kiste. Falls ihr ihn machen wollt, 200 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, kleiner Würfel Hefe und das ist jetzt schon der erste Punkt, wo vermutlich alle in den Kommentaren loslegen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Es gibt hier jetzt einen offiziellen Wert, den man so im Internet findet, den die meisten vertreten für neapolitanische Pizza. Dann hat man andere YouTuber, die sind für ein bisschen mehr Hefe, dann hast du welche, die sind für weniger. Es ist eine unfassbar genaue Berechnung, die man jetzt anstellen muss. Dafür gibt es Rechner. Wie lange, unter welchen Umständen der wie lange braucht, um zu gehen. Und dementsprechend gibt man die Hefe da rein. Wenn ihr kein Problem mit ein bisschen Hefegeschmack habt, ich persönlich mag das auch sehr gerne, dieser leicht, ja ich sag mal, funky Geschmack, der da rauskommt, wenn man ein bisschen mehr Hefe hat, also wenn das Ding wirklich sehr aktiv ist, wenn eine gewisse Säure auch aktiv ist, bevorzuge ich. Die meisten, die bei mir Pizza gegessen haben, mögen das auf jeden Fall sehr gerne. Deswegen, ich mache einfach für ein Kilogramm Mehl so 2-3 Erbsen groß an frischer Hefe oder wenn ich Trockenhefe nehme, einfach ein bisschen reinstreuen. Das ist meistens irgendwie eine Drittel von einer Trockenhefepackung. Wenn ihr es genau berechnen wollt mit der Frischhefe, es gibt von Oni einfach eine App, da kann man das berechnen. Der Vorteig kommt jetzt für 24 Stunden in den Kühlschrank oder alternativ der ganze Teig, falls ihr den gemacht habt. Der geht wie folgt. Ihr nehmt den Poolish, den Vorteig und vermischt ihn mit Wasser, Salz und Mehl. Wie viel das genau ist, das schreibe ich euch einfach prozentual in die Caption mit rein. Allerdings ist das ja einfach eine prozentuale Rechnung. Ein Pizzahefeteig hat üblicherweise roundabout 65-70% Prozenthydration. Das heißt, auf 1 Kilogramm Mehl kommt irgendwas zwischen 650 und 700 Milliliter Wasser. Üblicherweise 3% Salz, also 30 Gramm in dem Fall. Ja, und dann wird das vermixt. Und lange wird das vermixt. Also, ihr könnt das Ding jetzt einfach 1-2 Minuten kneten, 15 Minuten stehen lassen und dann nochmal irgendwo 10 Minuten kneten, bis das Ganze den sogenannten Window Pane Test besteht. Dafür zieht man den Teig ein bisschen auf und wenn man durchgucken kann, ohne dass er reißt, dann ist sein Glutenkonstrukt genug ausgebildet. Das funktioniert auch, wenn man das Ding einfach 2 Minuten knetet, 15 Minuten stehen lässt, dann nochmal so Stretch and Folded, was ich hier so ein bisschen mache, oder Coil Folden nennt man das auch, dass man eine Kugel formt. Wenn man den lange knetet, dann hat der einfach ein gutes Konstrukt an Gluten. Wenn man das nicht genug macht, dann geht das alles hier trotzdem gut auf und ihr bekommt eine super Pizza. Aber vielleicht ist der Rand nicht so wunderschön hoch und vielleicht läuft das nicht alles so optimal, aber ganz ehrlich, wenn ihr mehr damit auf Dauer macht, dann werdet ihr das schnell merken. Von daher meine Empfehlung, knetet ihn einfach für ein paar Minuten, bis ihr keinen Bock mehr habt. Also, dass es euch wirklich nervt und ihr sagt, nee, lohnt jetzt nicht der Aufwand. Und dann werdet ihr auf Dauer sowieso sehen, wie viel Zeit bin ich bereit reinzustecken in eine gute Pizza. Und die Pizza, die hier rauskommt, auch wenn ihr nicht so viel knetet, wird super sein. Und dann gibt es ja wieder die ganzen
Diskussion, ne, soll ich das Coil folden, soll ich das Stretch entfolden, soll ich das lieber 10 Minuten durch eine Teigmaschine jagen, Wasser am Ende, Wasser in der Mitte, das sind alles Optimierungen, aber wir reden hier über ein paar Prozent, nicht mehr über, das ist der Unterschied zwischen einer, ich sag einfach mal Dreckspizza und einer guten Pizza, sondern wir reden hier über eine super gute Pizza, wenn er das am Ende alles so durchführt. Und wenn er dann alles beachtet, was man irgendwie über die Jahre lernt, dann holt ihr da nochmal was raus. Aber das sagen mir auch immer wieder Gäste, nee, das ist eine super Pizza. Und auch wenn ich mal nicht so zufrieden bin, weil ich auf die ganzen Details achte, das fällt den Leuten gar nicht auf. Jetzt haben wir den Teig stehen lassen. Der sollte sich jetzt roundabout verdoppelt haben. Und dann können wir den nehmen, uns den auf eine Arbeitsfläche stürzen und werden den jetzt abstechen. Dass am Ende so ein länglicher Wurm entsteht. Auch hier draus brauchen wir jetzt irgendwie keine Wissenschaft machen. Und danach formen wir die Bällchen, das sehen wir gleich. Wenn wir die Bällchen formen, nehmen wir uns einfach ein bisschen Olivenöl in die Hand und eine Waage und dann messen wir circa 250 Gramm bis 285 Gramm ab. Jetzt kommt es auf die Pizzagröße an. Das erfordert ein bisschen Übung, ein bisschen Ausprobieren. Kleine Pizza 250 Gramm oder so eine kleine, mittelgroße, sage ich mal, irgendwie so 26er Durchmesser, würde ich sagen. Und eine etwas größere sind wir bei 285 Gramm. Das ist jetzt eine Geschmackssache. Mag man den Boden ein Mü dicker, mag man ihn ein Mü dünner? Da müsst ihr wirklich euren Weg finden. Falls ihr das noch nie gemacht habt, macht einen mit 250, macht einen mit 280. Macht es auf die gleiche Größe und guckt, was rauskommt, entscheidet dann, was ihr lieber mögt und dann habt ihr da ein besseres Gefühl für. Und grundsätzlich ist, wenn der Boden etwas dickerer bleibt, einfacher zu verarbeiten. Ihr stecht jetzt diese Dinger ab bzw. reißt sie ab und danach rollt ihr sie zu Kugeln aus. Wir machen hier jetzt noch einmal ein bisschen Stopp. Ihr nehmt beide Hände und formt dann, so wie ich das hier mache, einfach eine Kugel auf der Arbeitsplatte. Die werden dann abgelegt. Jetzt könnt ihr in der Zwischenzeit eure Zutaten vorbereiten. Durch die Reihe weg, was ihr mögt, ne? Ich finde immer wichtig, eine gute Tomatensauce zu haben, wie sie euch gefällt. Ich mag eine fruchtige. Und dann könnt ihr natürlich nach Belieben alles draufpacken, was ihr gern auf einer Pizza habt. Camembert Birne kommt immer super gut an mit ein paar Nüssen. Pepperoncini mit Thunfisch mögen die Leute super oft, super gerne nach meiner Erfahrung. Und jetzt ein ganz essentieller Tipp. Ich weiß, das ist jetzt nicht original und bla. Ein Low-Moisture Mozzarella, also mit wenig Flüssigkeit. Ein mittelalter Gouda und ein Parmesan. Alles gerieben. Und als Grundboden auf die Pizza, damit man nicht diese großen Stücke Käse hat, sondern das alles zerläuft. Bisher, die Leute sind begeistert, wenn ich das für die mache, weil du in jedem Bissen einfach ordentlich Käse hast. Und das mögen die Menschen. Ich bereite hier alles vor, ich habe alles ausgepackt. Ich mache das jetzt woanders. So sieht der Teig bei mir nach 3 Stunden bei knapp 23, 24 Grad aus. Auch da müsst ihr ein Gefühl für bekommen, wie weit er aufgehen soll. Lasst ihn einfach mal eine Stunde länger gehen, mal eine Stunde weniger und guckt, was bei rauskommt. Schmecken tut er immer. Aber haltet euch mal irgendwie so an. 1-2 Stunden sollte er schon gehen und ein bisschen aufgehen. Dann nehmt ihr Semola, stecht das da ab, wie ich das gemacht habe. Und jetzt einfach in einen Haufen Semola drücken, den Rand bestehen lassen, dass die Luft da drin bleibt und von innen nach außen, auch hier draus kann man eine komplizierte Technik machen. Probiert euch aus, guckt ein paar YouTube-Videos.
da kommt am Ende das gleiche Ergebnis raus, wenn das nicht total, ja, entschuldige, aber wenn das nicht total in eine Grütze haut, dann klappt das schon. So, eine frische, schöne Tomatensauce, nicht ganz bis zum Rand, damit der Rand auch aufgehen darf. Es reicht, wenn die Pizza hier noch nicht so groß geformt ist, die wird gleich nochmal nachgeformt. Dann nehmt ihr euch ein bisschen Parmesan, ein bisschen von dem Mozzarella drauf, ein bisschen von dem Gouda drauf und belegt die Pizza dann nach Gusto, wie ihr Bock habt gerade. Ich ziehe die jetzt schon ein bisschen größer, weil ich gerade merke, die ist ein bisschen kleiner geworden, als ich sie eigentlich wollte. Und ich muss da jetzt Scampis draufpacken auf den Wunsch. Deswegen brauche ich ein bisschen mehr Fläche für den Moment. Bisschen mehr Käse nochmal im Nachgang draufpacken. Kommt immer gut. Finish könnt ihr immer mit einem guten Olivenöl machen. Hier seht ihr jetzt, okay, einfach ein paar Scampis für die Pizza. Ich kann euch da wirklich empfehlen, auch hier testet viele verschiedene Sachen aus. Ich mache zum Beispiel super gerne auch mit einer Burrata in der Mitte, mit Rucola und rotem Pesto. Das ist sowieso die Kracherpizza, die meistens voll durch die Decke geht, aber ist auch teuer. Ihr seht, wie locker das bei mir hier aussieht, wie ich da einfach den Schieber drunter haue. Aber das ist einfach eine Übungssache. Ihr braucht hier keinen Pizzaofen zwanghaft. Mit Pizzaofen wird es natürlich einfach übertrieben gut. Das klappt auch in einem Haushaltsofen. Dazu nehmt ihr einfach eine Teflonpfanne oder gusseiserne Pfanne, bratet den Teig schon mal 3 Minuten an, also formt ihn in der Pfanne, bratet ihn 3-4 Minuten auf mittlerer Hitze an, damit er Röstaromen bekommt. Ofen auf volle Pulle vorheizen, im besten Fall einmal kurz vorher den Grill anmachen, damit da auch 250 Grad drin sind. Und dann stellt er in dem Fall dann am besten eine gusseiserne Pfanne, damit euch die Teflonbeschichtung nicht in den Arsch geht. Die Pizza da rein und dann ist die nach 3-4 Minuten auch wirklich tippitoppi. Das sage ich euch. Bei mir dauert das jetzt hier 60 Sekunden mit dem Ofen. Da muss viel gedreht werden. Da sind 400, 450 Grad drin. Essentiell ist hier nochmal vielleicht gesagt, wenn ihr das Ding in dem Semola auspresst, dann sollten nicht zu viele Semola-Reste übrig bleiben. Also immer ein bisschen abklopfen und dafür sorgen, dass die Arbeitsfläche sauber bleibt. Ich röste das Ding gerade noch so ein bisschen im Hintergrund in der Höhe an, damit da noch mal so ein paar mehr Blasen entstehen. Gibt noch mal was für den Geschmack und gibt auch was für die Optik. Und da haben wir die erste. Und wir machen jetzt hier nochmal eine zweite, nochmal kurz zeigen. Also, viel Semola oder Weizenmehl, es ist am Ende egal. Von innen nach außen die Luft rausdrücken und dann könnt ihr das einfach mit den Fingern rauspressen. Bisschen abschütteln vom Semola oder vom Weizenmehl, dass da nicht allzu viel übrig bleibt auf der Pizza, weil das verbrennt euch sonst im Ofen. Ja, ihr hört schon, im Hintergrund kommt der nächste Gast. Wir machen hier jetzt eine mit Birne, Camembert.
Ich weiß gar nicht, ob ich Walnüsse drauf mache, aber Walnüsse passen auf jeden Fall super gut auch drauf. Und wie gesagt, immer zum Schluss nochmal ein Touch Olivenöl. Gibt nochmal eine ganz andere Note dazu. Falls ihr sowas für mehrere Leute macht, ich kann auch immer empfehlen, eure Arbeitsstation, wo die Pizza liegt, sauber zu halten. Ich habe das ganze Ding auch schon mal für 60, 70 Leute gerissen und das ist wirklich das A und O. Da irgendwie was zum Putzen nebenbei dran zu haben und immer wieder für Ordnung zu sorgen, weil man sich sonst für so viele Leute auch, ja, nicht mehr organisiert bekommt. Überhaupt ganz wichtig, wenn man für viele Leute kocht, aber wem erzähle ich's? Wenn ihr jetzt die Pizza so fertig da liegen habt, dann kommt dieser Moment mit der Schaufel. Ihr seht, ich ziehe die einfach an der einen Seite ein bisschen hoch und dann jage ich die Schaufel darunter. Ich kann so eine perforierte Schaufel nur empfehlen, weil da fällt jetzt noch mal ein bisschen von dem Weizenmehl und Semola, wenn man das so ein bisschen schüttelt, durch. Und auf der kann man einfach auch sehr schön groß und lang ziehen. Wenn ihr jetzt merkt, dass die Pizza hängt, dass die Pizza auf der Arbeitsfläche hängt, dann einfach nochmal ein bisschen Mehl mit dazu. Ja, jetzt war ich selbst irritiert, dass mir da die Kamera umgefallen ist. Immer ein bisschen Mehl dazu. Ist überhaupt nicht schlimm. Wirklich nur immer darauf achten. Das lernt ihr aber auch mit der Zeit. Das ist mir am Anfang total oft schief gegangen. Dass die Pizza, dass das Mehl da noch dran hing und dann verbrennt das so ein bisschen im Ofen. Und ich meine jetzt nicht diese schwarzen Spots, die auf der Pizza sind, wenn man eine neapolitanische macht, sondern dass der Boden eher so ein, ja, gelb-braun bekommt und dann schmeckt er nicht mehr so geil. Und da kann ich euch einfach empfehlen, darauf zu achten, dass da nicht so viel Mehl dran hängen bleibt. Deswegen, wenn ihr von dem Mehlbereich in den Formbereich übergeht, dass da nicht so viel rumfliegt und dann einfach mit der Zeit akzeptieren, dass man da mal drauf achten muss, dass man das lernen muss, dass nicht immer alles von Anfang an super gut geht. Und ich kann das jetzt inzwischen für 60 Leute auch organisieren und das klappt ganz gut, aber meine Reise ist schon lange, lange, lange her, dass sie gestartet ist. Von daher macht euch da nicht zu einen großen Kopf. Und auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte jede Frage, wenn ihr eine habt. Und nehme mir da die Zeit, auch nochmal ein anderes Video als Antwort zu erstellen, wenn ihr möchtet. Ja, so sieht's aus, lecker. Und jetzt nochmal meine Lieblingspizza zum Schluss, damit ihr die auch reproduzieren könnt. Einfach nur ein bisschen Käse unten drauf, ein bisschen Pesto, dann ab in den Ofen, fertig backen, Rucola drauf. Und jetzt eine Burrata in die Mitte. Bisschen Balsamico so drüber, ganz leicht, ist ein bisschen für den Geschmack, aber auch super für die Optik, also aufpassen, dass er das schön macht. Und dann anschneiden in, ja, so viel wie ihr seid, aber das ist wirklich so ein Ding. Ich würde sagen 4 Stücke, nicht weniger. Und dann kann man den Burrata noch so ein bisschen mehr drauflegen. Dann hat jeder ein schönes Stück. Das machen wir üblicherweise auch so, dass wir einfach die Pizza in die Mitte stellen, teilen. Und dann bereite ich im nächsten Moment die nächste Pizza zu. Ich weiß, ich mache jetzt hier mehr Stücke, aber wie gesagt, sind gerade ein paar Leute gekommen und die wollen auch satt werden. Ja, deswegen,
Bei Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte alles und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und habt Bock auf gute Pizza.